Leute, wenn ich seinen Sound höre, habe ich sofort Bock auf Moshpit. Sein Name? Blade. Im Frühjahr ist sein erstes Album erschienen, Mann mit der Brille. Und diese Brille ist sowas wie sein Markenzeichen. Siehst du den Mann mit der Brille? Guck dir den Moves an. Flick so wie Superman und retter Deutschland, weil ich muss, Mann. Was es mit der Brille auf sich hat und was die Superheldenreihe Blade für ihn bedeutet, das seht ihr jetzt. Passend zum Superhelden-Thema ist die Identität von Blade noch einigermaßen geheim. Außer, dass er in Hamburg aufgewachsen ist und sich jetzt vorwiegend in Köln und Bonn rumtreibt, findet man nicht viele Infos. Interviews gibt Blade nicht, aber er hat uns ein paar Fragen schriftlich beantwortet. Er sagt zum Beispiel, dass er einfach mit seinen Jungs gute Musik machen will. Aber von vorne. Blade ist noch gar nicht so lang im Geschäft. Seinen ersten Track Allrounder droppt er 2019. Outfit schwarz-weiß mit Kapuze, Digga, wie ne Nonne, ey. 1, 2, 3, 4, Blade, da komm vorbei. Oh, 5, 6, 7, 8, 9, du bist dabei. Damit ist er direkt aufgefallen, nicht nur mir und sicher auch einigen von euch, sondern auch Rata. Der hat ihn 2020 für ein Feature mit auf sein Album geholt. Hacke dich, Mische vom Teufel gemixt. Fühl mich unstoppable wie die MX. Du sagst, du bist am Machen, wir machen richtig. Was mir bei Blade von Anfang an gefallen hat, seine Ästhetik. Sein Look ist inspiriert vom Comic-Helden Blade. Auch in seinen Videos und Texten finden sich diverse Anspielungen darauf. Komm mal, guck dir das an, wie ich tanz bei der Gang. Session wie auf Ballermann, besseren Flow drauf, ja na dann. Falls ihr Blade nicht kennt, er ist der Main-Character eines Marvel-Comics aus den 90ern. Noch bekannter als der Comic. Die Verfilmung. 1998 kam der erste Blade-Film mit Wesley Snipes in der Hauptrolle in die Kinos. He is their greatest fear and our only hope. Zwei weitere Teile folgen 2002 und 2004. Das Besondere an Blade, er ist kein Vampir der Sorte, bleicher, verführerischer Typ mit Rüschenkragen aus vergangener Zeit, der es auf junge Frauen abgesehen hat. Du bist ein Vampir. Du hast nie gewusst, was Leben heißt. Blade ist der erste Vampir-Actionheld und deshalb das perfekte Alter Ego für den Rapper. Warum er ihn feiert? Weil er ein mystischer Typ ist, der allein durch die Weltgeschichte reist, als Schwarzer die Menschheit rettet und immer einen coolen Spruch auf den Lippen hat. Weil Blade ein Halbwesen aus Mensch und Vampir ist, wird er übrigens auch Daywalker genannt. Ich persönlich finde die Figur übelst cool und Blade offensichtlich auch. Bananaklasse, die Apple, roch Gelato, nämlich die Seppe. Superhelden waren im Rap schon immer eine Inspirationsquelle. Ein Beispiel, MF Doom. MF Dooms Inspiration für seinen Look und seinen Künstlernamen ist der Marvel-Bösewicht Dr. Doom. Aber zurück zu Blade. Da sitzt nicht nur die Optik, auch musikalisch hat das Ganze einen krassen Wiedererkennungswert. Die Beats haben extrem viel Bass, das hat auf jeden Fall was Drilliges und manchmal auch was Grimiges, total reduziert. Da passiert nicht viel, aber das, was passiert, scheppert. Boxen sind so laut, Hotboxen den Bands wie Hörnchief Kings, schlecht nach Stock verbaut, lecker Gelato, boah, bitte. Blade selbst hat uns seinen Sound übrigens so beschrieben: knallig, viel Bam Bam, verschiedenste Emotionen, Motivation, Freude, Mut. Aber ganz ehrlich, das Geilste an Blade ist doch einfach seine Stimme und wie er sie einsetzt. Digga, bin Hamburger Nigger, doch geht die Sprache mit meinem Bett, da bin's ja aus Bonn. Klinge Ding Dong, bada ba 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 ba, frische Ware, kapitel Karton. Obwohl die Beats und die tiefe Stimme auf den ersten Blick einen recht ernsten und düsteren Eindruck hinterlassen, nimmt sich Blade nicht zu ernst. Im Gegenteil. Dann lass den Nachricht nach dem Piep. Woher dieser Fade? Sag ich denn nicht. Der hat manchmal krass funny Lines, gibt mir irgendwie so ein bisschen Simba-Vibes. Ah.
Trotz dieser kleinen Ähnlichkeit ist Blade für mich voll einzigartig. Ich kenne niemanden, der das macht, was er macht. Der Typ ist einfach anders. Und das weiß er auch. Du bist ein Clown, ich jongliere mit Wörtern. Er mag mein Flow, er kann ihn nicht ganz erörtern. Er mag mein Flow, er kann ihn nicht ganz erörtern. Ja, stimmt. Was ich an Blade so feier, ist, dass bei ihm alles zusammenpasst. Beats, Video, Look und Name. Er zieht sein Ding konsequent durch, am Ende alles stimmig. Das heißt aber nicht, dass er nicht noch andere Seiten hat. Die beiden neuesten Videos von Blade sind vom Look her ein bisschen anders als seine bisherigen. Brothers ist zwar schwarz-weiß gedreht, aber nicht mehr komplett auf Daywalker, sondern Bootstour mit den Jungs. Ich bin der Boss, wenn ich mit Brothers bin. Barrett halt, da mach bei deiner Day. Stockrenner auch in meinem Element. Energy wird intense, zu viel Adrenalin. Und das farbenfrohe Video zu Mehr als eine Mille wurde während einer Ghana-Reise gedreht. Da sieht man ihn manchmal sogar ganz kurz ohne Brille. Ich sag andauernd, wir machen das. Weil keiner macht, wie wir machen. Machen nicht schlapp in der Trap, like geschlappen, seit sehr viel am Puffen, wird krassig im Rachen. Ist es ein Vorbote darauf, dass er seinen Look ändern wird? Oder zieht er das Comic-Helden-Ding auch weiterhin durch? Ich bin gespannt, was da in Zukunft noch kommen wird. Aber was meint ihr? Könnt ihr mit seinem Sound was anfangen? Schreibt's mir in die Kommentare. Ein anderer Film aus den 90ern, der gerne mal im Rap eine Rolle spielt, Fight Club. Mein Video über Rapper wie Contra K und warum sie Fight Club feiern, findet ihr hier. Außerdem würde es mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Bis nächste Woche.